Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Karma durch die Kontinente-Reihe. Und heute geht es um Asien und damit auch um den Solarplexus. Asien ist der Solarplexus der Erde. Und Solarplexus steht ja auch für das Zwischenmenschliche. Sowohl für deine Gefühle als auch du und die anderen. Auch deine Abgrenzung. Und heute werden wir also auch Karma in Bezug auf deine Abgrenzung lösen. Oder natürlich auch Karma, dass dich mit dem asiatischen Kontinent verbindet. Dann legen wir mal los. Schließ einfach mal deine Augen und atme tief ein und wieder aus. Und wir holen uns auch zur heutigen Reise wieder Hilfe und Unterstützung. Zuallererst bitten wir den Hüter der Akasha-Chronik, Erzengel Metatron, um seine Unterstützung. Also Erzengel Metatron, den kannst du dir in so violettem Licht vorstellen, den rufen wir mal her. Also ich bitte Erzengel Metatron, mich auf dieser Reise zu begleiten und zu führen. Und dann bitten wir noch Erzengel Raphael, uns zu unterstützen auf dieser Reise. Ich bitte Erzengel Raphael in grünem Licht, mich zu führen und auf dieser Reise zu unterstützen. Und Raphael stellt sich hinter dich und legt dir seine Hände auf den Rücken. Und dein Rücken wird in grünes, heilendes Licht, heilende Energie getaucht. Und nun bitten wir noch Meister Saint-Germain, dass er dich auf dieser Reise begleitet. Noch einmal violettes Licht. Und du kannst dir vorstellen, Metatron steht zu deiner Rechten, Saint-Germain zu deiner Linken, Raphael hinter dir. Und vor dir erscheint nun Gabriel in goldenem Licht. Also vor dir goldenes Licht, Erzengel Gabriel, hinter dir grünes Licht, Raphael, zu deiner Rechten und Linken, Metatron und Saint-Germain in violettem Licht. Und Gabriel ist ja auch ein Hüter des Solarplexus-Chakras und deshalb führt Gabriel jetzt diese Reise an. Er führt dich tief in deinen Solarplexus. Und gleichzeitig auch tief in die Regionen, wo es um das Karma mit Asien geht. Du erlaubst dir, dich noch mehr zu entspannen und zur Ruhe zu kommen, während du immer tiefer und tiefer in deinen Solarplexus geführt wirst. Und in diesem Solarplexus hast du alle Verwicklungen und Verstrickungen mit anderen Menschen. Alles Zwischenmenschliche.
alle, mit denen du dich je gestritten hast, worüber du dich je geärgert hast, die du je geliebt hast, all das ist im Solarplexus gespeichert. Und nicht nur das aus diesem Leben, sondern auch aus vergangenen Leben. Und du erlaubst dir jetzt eine karmische Verbindung zu lösen. Und es ist eine karmische Verbindung mit einer Person, die du auch in diesem Leben kennst. Und vielleicht hast du dich mit dieser Person gestritten. Oder es ist so eine On-Off-Beziehung. Oder du hast das Gefühl, dich nicht lösen zu können. Oder eine Person nicht loslassen zu können. Und um diese Person geht es jetzt in dieser Reise. Und erlaube dir jetzt mal, ein Bild vor deinem geistigen Auge auftauchen zu lassen von dieser Person. Wer fällt dir denn da ein? Und nun erlaube dir, dass in diese Beziehung einmal Heilung einfließt. Sich selbst vergeben, anderen vergeben und Kommunikation. Heilung, sich selbst vergeben, anderen vergeben und Kommunikation. Erlaube dir nun auch, dass Saint-Germain mit seiner violetten Flamme, seiner transformativen Kraft zwischen dir und dieser Person tätig wird. Dass die violette Flamme jetzt transformativ die Dinge reinigt, die du von dieser Person trägst. Und erlaube dir jetzt auch, in deinen Worten zu formulieren, welche Art der Bindung du mit dieser Person lösen möchtest. Und sieh nun ganz bewusst zu, wie sich diese Verbindung jetzt löst. Du kannst wahrnehmen, dass diese Person sich umdreht und in ein goldenes Licht hineingeht. Und du spürst, dass es um deinen Solarplexus rum schon mal leichter wird und entspannter. Atme einmal tief ein und wieder aus.
und nun erkenne, dass diese eine Lösung im Solarplexus eine Kette von verschiedenen Stressfaktoren ausgelöst hat in deinem Solarplexus, die jetzt auch alle gelöst werden können. Also da kann jetzt ganz viel weiterer Stress rausgehen. Das entspricht fast wie Entzündungen im Körper, so kannst du dir das vorstellen. Und das darf jetzt da geheilt werden. Eine nach dem anderen. Und du spürst, dass du absolut in deine Mitte kommst. Und du spürst auch, wie die heilsame Energie von Raphael durch dein System fließt, gemischt mit der transformativen violetten Flamme von Saint-Germain und dem goldenen Licht von Gabriel. Und in dieser Energie, in dieser reinigenden Energie, merkst du nun auch, dass deine Entgiftungsorgane gereinigt werden, deine Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse, Nieren, alles was auf der Höhe des Solarplexus ist, wird da gereinigt. Alte, aufgestaute Wut, alte Gifte werden aus deinem System entfernt. Eine tiefe Reinigung findet statt. Und du spürst, dass du mehr und mehr in deine Mitte kommst. Und dass Druck von außen abfällt. Und deine Energie bekommt eine reine Qualität, fast wie strahlendes Weiß. Du siehst also, wie deine inneren, deine Organe weiße Energie ausstrahlen, also Reinigung, Reinheit. Wie dein Solarplexus reiner wird und stabiler. Und diese weiße, reinigende Energie erdet sich jetzt und du spürst eine tiefe Freiheit und ein tiefes Aufblühen in dir. Du spürst, wie du weiter wirst, wie du dich mehr und mehr öffnest. Und du erlebst jetzt auch das Umfeld, das Soziale nicht mehr als Einschränkung oder als einschränkend, sondern als Bereicherung.
Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt nochmal das Licht und die Erleichterung. Und du richtest dich jetzt zu Erzengel Metatron und bittest ihn, die Aspekte in der Akasha-Chronik umzuschreiben, die du heute bei dieser Meditation bearbeitet hast. Und du siehst, dass sich Metatron jetzt vor dich hinstellt, die Akasha-Chronik öffnet und die betreffenden Seiten ausbessert und umschreibt. Dann klappt Metatron das Buch zu. Du bedankst dich bei ihm und verabschiedest dich. Und du bedankst dich auch bei Saint-Germain. Und die beiden gehen jetzt mal weg. Dann bedankst du dich auch bei Raphael für seine heilende Unterstützung. Und du bedankst dich bei Gabriel. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus. Und fühl nochmal nach, wie es dir geht, wie es deinem Solarplexus geht. Und mach jetzt nochmal bewusst alle Türen zu, die du während dieser Meditation geöffnet hast. Und komm dann in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Beweg dich, streck dich durch. Und wenn du dich wieder gut wahrnehmen kannst, dann öffne deine Augen und komm ganz ins Hier und Jetzt zurück. Wie ist es dir bei der Reise gegangen? Ich bin gespannt, schreib es mir gerne in die Kommentare. Und nächste Woche geht es dann weiter mit der vierten Reise Karma durch die Kontinente. Ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch, abonniere meinen Kanal und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder aus dem wunderschönen Lenz. Dein Oliver Ereny. Tschüss.